Hallöchen und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Warframe. Ja, einen schönen 25. Dezember. Also somit auch nochmal frohe Weihnachten alle. Ja. Wir haben einen Tag nach der letzten Folge, nach der Weihnachtsfolge, in Anführungszeichen. Boah, wir haben letztens schon, die Azami bekommen. Ich glaube, die Azami heißt die. Und ich schau mal kurz. Oh, schön. Operator, do you understand? Warum nicht? Gleich mal eine nächste Blaupause bekommen. Hier wird gar nichts mehr gebaut. Das finde ich... Ich weiß gar nicht, wie hieß denn das Ding jetzt? Arthos. Die von Tenno geschmiedete Arthos ist ein seltener Stab mit zwei Klingen. Diejenigen, die es schaffen, sie zu meistern, berichten über irgendwas. Ja, keine. Könnte ich herstellen? Habe jetzt aber gerade... Die fertigen Teile hier mal alle zusammensammeln. Das konnte ich ja davor nicht machen. Oder wollte ich vorher nicht machen? Ich weiß es nicht. So, der Inkubator bleibt, wo er ist. Limbo-Systeme bleiben auch noch, wo er ist. Wir würden nämlich heute nämlich mit Limbo weitermachen, wenn das für euch okay ist. Und vielleicht dann nach kurz nochmal die Azami herzeigen. Wobei... Ich überlege gerade, wäre eine Möglichkeit eigentlich im Let's Play mal herzuzeigen, wie ich rumfehle. Wobei, ich überlege gerade, es ist ein bisschen, naja. Okay, ich glaube, nee, danke auf, nee, alles klar, ist nicht so brav. Ist nicht so prickelnd. Lass mich kurz überlegen, ob ich das herzeigen möchte oder nicht, weil dann würde ich ja wieder zwei Folgen eigentlich brauchen. Ja, warum nicht? So. So, es ist natürlich nur, sofern wir es schaffen. Ich meine, ich habe eigentlich keine Zeit für eine zweite Folge, weil es schon so verdammt spät ist, aber... okay, so. Wir sind aber eigentlich hier, um Primes zu basteln. Dann brauche ich einmal den Frost Prime, dann brauche ich den Rhino Prime. Und ich habe immer noch Metz, um den Ember Prime zu bauen, dann wird er auch noch gebaut. Ja. Sonst kann ich eigentlich nichts bauen, oder? Ich glaube, die ist auch weg. Okay. Dann hole ich mal kurz die Limbo raus. Just as I suspected, another theorem. Limbo's formula for inverting the entropic mass of void quantums is downright naughty. I want more. Operator, please hurry. This story is getting quite good. Ja, ich muss weitere... Das Limbo-Chassis-Theorem soll ich bauen. Okay. Ich schau nur mal kurz, weil... Irgendwie hochstehend, aber irgendwie nur eine da. Sehr eigenartig. Syrtis-Maß 22 bis... Ich schau mal kurz, was mir... Also... Ich werde jetzt mit Puschel werde ich schon mitmachen, aber zuerst noch mal schauen, was können wir Limbo, können wir eigentlich bauen, ne? Das soll ich auch bauen. Also ich baue das Teil mal schnell. Und in der Zwischenzeit, ich wurde auch hingewiesen, eine Archwing-Waffe, eine neue, eine leistbare für mich sogar. Ja, ich zeige jetzt nichts mehr her, weil wenn ich jetzt auf Puschel warte, dann wird das nachher eine... Dann wird das jetzt eine kleine Sortis-Mission. Ich weiß immer noch nicht, warum die Sortis heißen eigentlich. Jetzt habe ich gerade drei Warframes gebaut und schon wieder 100.000 weg. Ah, so traurig. So, für die täglichen Missionen da brauche ich einen... Huch, das ist aber neu, oder? Das ist irgendwie...
Warte kurz, was? Oh, wie wunderbar. Der feine Herr hat Urlaub. Kann ich hier irgendein Hass-Smiley posten? Ich muss abholen, okay. Das ist, glaube ich, das ist neu, oder? Ich meine, ich habe gerade wieder ein Gigabyte-Patch runtergeladen. Ich weiß nicht, was neu kam. ja. Ach so, ja, klar, ja. Warum nicht? Ja, ich. So, ich nehme wie immer den lieben Rhino mit, ne? Das ist so Standard bei mir. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn bei der jetzt gerade für Mods drin? Weil ich habe da letztens ein paar Mods reingegeben, wo ich nicht so. Ja. Ja. Ist glaube ich, besser, wenn er Frost nimmt. Ja, es ist. Letztens war das. Ich weiß nicht, was für ein Warframe er mit hatte, aber bei der einen Mission ging das nicht so gut aus. So, ich wollte eigentlich das Aussehen von Rhino ein bisschen anpassen, auch wenn mir das jetzt sehr gut gefällt. Es gehört doch ein bisschen was Weihnachtliches her. Warte kurz. Das muss. Das ist wichtig. Was ist das für. Okay. Das kann man auch rot machen. Warte, Moment. Bin's gleich. Was ist das? Die Akzente von Rhino habe ich noch nie gesehen. Das. Ich mach's einfach mal grün. Ja, Moment! Okay, und die Farbe wollte ich jetzt eigentlich noch weiß machen, aber hey. Okay, 7 Minuten schon vergeigt. Ist eine super Folge, ne? Also, wobei, die letzte Folge irgendwann. Ich glaube, bei der letzten. Irgendeiner Folge, ich glaube, die. Bei irgendeiner Folge war es, weiß ich nicht. Oh je. Oh, ja. Jetzt habe ich die eine. Na gut. Auch egal. Was müssen wir machen? Ich habe keinen Schimmer. Ja. Das ist ja. Aber letztens hatte ich eine Mission, wo ich. Also eine Runde, wo ich ewig lang gequasselt habe, ne? Was? Das ist Akkad. Ich frage mal kurz. Unwissend. Hoppla. Nee, die macht grundsätzlich jetzt keinen Schaden, keinen besonderen. Kommt doch was? Ach so. Ja. Wie gesagt, unwissend. Ist der Geheimgang ein bisschen lebensmüde, oder? Mit Frost hätte ich die vielleicht auch noch alleine hinbekommen. Ich bin mir nicht sicher. Aber normal schon. Hey! Ich könnte auch meine andere Waffe auspacken, aber.
Ciao. Damage ist, ja, ja, sehr gering, sag ich jetzt mal. Also der Typ ist ein bisschen lebensmüde, oder? Ich schieße einfach mal ein Magazin rein. Das ist besser. Hey! Ach, der geht hier drin. Ja, mit Puschel ist es wesentlich einfacher. Bei der letzten Mission, die wird ein bisschen tricky werden. Oh, habe ich keine Munition mehr oder habe ich Waffe gewechselt? Ich bin mir nicht so sicher. Warum schießt das eigentlich von alleine und wartet nicht, bis genug Gegner da sind? So, mal nachladen. Haben wir ein verringertes Energielevel? Sehe ich das richtig? Und ciao. Ich gönne mir die Range hier. Umso weiter weg von den Gegnern, umso besser finde ich. Ich meine, wer will schon sterben, ne? Gehst du weg? Ich glaube, ich habe die falschen Elemente drin für die Viecher hier. Dann. Ja, ich glaube schon. Mit Frost hätte ich das alleine auch hinbekommen. Die Vision vielleicht. Oh, ich sehe gerade 7 Wellen. Na, vermutlich eher nicht. 5 Wellen, ja. 7 eher nicht so. Na, will er nicht. Ich finde das Teil so geil. Meins macht halt so wenig Damage. Das ist nicht lohnt, es zu nutzen. So, nimm das. Na toll, beide in die Ecke. Hat Style, auf jeden Fall. Was genau wurde da gerade angeschossen? Ah, Push macht die ganze Arbeit, das ist schön. Würde ich nicht eine 2 aufnehmen, könnte ich jetzt einfach Cupcakes essen. Ich hätte sogar Kekse da. Also Lebkuchen. Wenn das als Keks zählt, ist es ein Keks. Ansonsten ist es halt Lebkuchen. Bewegt sich der auch mal wieder, oder? Hat er jetzt gerade echt keinen Bock mehr. Ja, wenn sie drauf, wenn sie rausfliegen aus der Kuppel, ist nicht so praktisch. Weil ja nichts mehr reinschießen kann in die Kuppel. Ach, dieser Damage. Wow. Das bringt einen weiter. Definitiv. Oh, komm her. Aber die Waffe selbst ist geil. Ich finde die War ist eine Hammerwaffe. Zumindest das ist was zerbrochene jetzt. Ich muss zugeben, das andere kenne ich zu wenig. Das Haupt-War. Schlimm ist, ich habe Mods und weiß nicht mehr, was sie machen. Habe ich übrigens auch von Puschel geschenkt bekommen. Ja, und was macht ihr sonst so? Ich höre es gerade.
Schmeckt ganz lecker, der Lebkuchen, muss ich sagen. Mich wundert es, dass hier keine explodierenden Typen kommen. Geh doch weg. Das wundert mich schon. Normalerweise sind explodierende Typen auch da, ne? Geh weg. Bist nicht würdig. Ja. Ah, schöner Kill. Bin ich da? Hey. Das war nicht so nett. Erste Mission, relativ einfach für Frost. Läuft auch gut. Ich töte mal den einen da schnell. Ja, das Spinazo ist blöd, ja. Sorry, wenn ich gerade still bin. Ich esse gerade einen Lebkuchen. Doch, nebenbei. Ja. Spionage ist immer so ein Ding. Das kommt bei mir extrem auf die Map drauf an. Es gibt Maps. Zum Beispiel beim letzten. Es ist auch ein Unterschied, ob man Grenier-Spionage hat. Ich weiß gar nicht, ob es in Festet-Spionage gibt, auf jeden Fall habe ich, glaube ich, auch schon mal gespielt. Bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall die... Alter, hält was aus! Auf jeden Fall ist Grenier-Spionage für mich am leichtesten. Und danach, wenn es ein Fest gibt, glaube ich, kommt ihn festet und nicht. Naja. Ah, ich glaube, da war ein Explodierer. Nachher. Ja, und. Erst in weiter Ferne kommt dann. Was ist hier eigentlich los? Ich kann gar keine Fähigkeit gar nicht verwenden. Das ist echt traurig. Oh, Puschle ist am Boden. Das ist nicht so gut. Na komm, steh auf! Der Gent ist gleich down. Ich kann ihn nicht schreiben. Ich heil mal. Warum steht der auch draußen? Oh, Alter. Eine Welle noch. Gut, dass er nicht gestorben ist. Ja, Spinage ist, wo ich gerade vorher war, Spinage ist ein bisschen... Kommt, wie gesagt, kommt wirklich auf die Map drauf an. Und Grenier ist für mich am einfachsten. Weil die so selten Alarm auslösen. Korpus ist das, ist echt das Schwierigste. Und wie gesagt, wenn es ein Fest gibt, kommt ein Fest zwischen Korpus und... Ich finde zwar, die können auch wenig Alarm auslösen, aber... Ja. Orkin weiß ich gar nicht. Kann auch sein, dass es da was gibt. Ja. Auf jeden Fall. Den Arsch mag ich gerne.
hier los? Wo ist denn der? Ich finde den Fetten nicht. Ist der? Ah, da oben war er. Okay. Alles klar. So, ein bisschen einschnitzen. Aber Spinage ist wirklich so meine Lieblingsmission, weil man da ein bisschen ninjern kann. In den Arsch geschossen. So, down. Oh, Gott sei Dank. Fatale Beschleunigung. Oder Schildrate erhöhen, Feuerrate, kalkulierte Umlenkung. Alter, es laggt. Ruptur. Schneller tot. Okay.